machst du hier? Ja, ich fahre mit meinem LKW rum. Der ist ja schon ganz nass. Ja, dann park doch mal ein, weil dann können wir endlich anfangen. Ja, Schwäbisch Hall, was geht? Und damit herzlich willkommen zur ersten und einzigen Wochenshow in Schwäbisch Hall. Ja, hat's dir letzte Woche beim Badiger ein bisschen Farbe ins Hirn reingedampft. Ja, jetzt ist eh Faschingszeit, da ist eh alles anders. Ah ja, unsere zweite Faschingsfolge heute. Und Judith war letzte Woche als Zebra hier gestanden. Ja, stimmt. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Es gibt Top News in Schwäbisch Hall. Was denn? Ja, du warst beim Friseur. Ja, also wenn das die Top News sind, ja gut, ich gerne oft, aber ja. Immerhin kann man Schwäbisch Hall jetzt wieder angucken. Zweite Top-News sind natürlich barrierefrei Bahnhof Hessenthal. Man kann jetzt, wenn man einen Rollstuhl hat, auch wieder über die Gleise zum Bahnsteig. Muss da halt eine Stunde vorher anrufen, muss warten, bis ein Mitarbeiter kommt und so weiter, aber man kann's. Ja, das sind doch mal Neuigkeiten. Ja, wo man aber besser reinkommt, ist das Kino. Deshalb? Richtig, weil da kommt nämlich morgen Birds of Prey raus, das ist ein Actionfilm. Und für alle, die Joker oder Suicide Squad angeschaut haben und die Filme mögen, für die bestimmt auch ganz interessant. Und dann ist morgen noch Abdel Karim im Neubausaal mit seinem Programm Staatsfreund Nummer 1. Um 20 Uhr geht's da los. Da gab es Karten bei uns übrigens zu gewinnen. Wer das verpasst hat, tja, aber ihr könnt uns gerne kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr und natürlich auch kein Gewinnspiel mehr. Aber auch letzte Woche gab es was zu gewinnen. Richtig, da gab es 3x2 Tickets für ein Tura-Fasching. Nummer 2. Genau. Mit den Tets. Oh, und ich weiß sogar, wer gewonnen hat. Da gibt es doch so ein Ding, wo man die Babys reintut. Weißt du? Maxi Cosi. Ja, richtig. So heißt doch fast. Nee. Fast, Sascha. Gewonnen hat Maxi Caroline, Verena und Paul. Ihr habt jeweils 2 Faschingskarten für den Samstag gewonnen mit den Tets. Und apropos Tets. Ich habe mich mal mit denen getroffen und ein kleines Interview geführt. Schauen wir mal rein. Hallo, wir sind die Tets und die Tets sind Jan, Tobi, Sebastian, Johanna, Timo. Und wir machen jetzt ein Interview. Ja, Sebastian, ich habe gehört, du singst gern. Ich singe leidenschaftlich gern bei den Tets, ja. Und auch sonst so. So, wie bist du denn eigentlich zu den Tets gekommen? Erzähl mal. Das ist, ja, kurz erzählt, vor 7 Jahren wurde ich gefragt vom Tobias, ob ich Lust habe, bei den Tets zu singen. Bin in die Probe gekommen und hatte sofort Spaß. Mhm. Und so hat sich das dann über die Jahre jetzt entwickelt, dass wir richtig viele Termine spielen im Jahr und ich regelmäßig 70 Kilometer hier in die Probe komme. Denn ich komme eigentlich aus Bad Rabenau und ja, habe dann diese Region auch lieben gelernt. Wir haben ja sehr viele Auftritte und es gibt coole Menschen hier. Jetzt habe ich gehört, ihr spielt beim Tura-Fasching. Und in Steinbach spielt er auch auf einem Fasching? Spielt er nur auf Faschings oder macht er auch andere Sachen? Nee, wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Also wir spielen jetzt klar auf dem Fasching, aber dann Juni, Juli ganz viele Feste, Weinfeste, Stadtfeste, aber auch mal Firmenfeiern, ja, Weihnachtsfeiern, solche Sachen machen wir auch. Hochzeiten machen wir schon etwas länger nicht mehr, ja, sondern wir sind dann eher auf öffentlichen Veranstaltungen zu sehen. Wie ist es so mit Groupies? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Nee, Groupies, also das ist bei uns kein Thema. Ja, mittlerweile sind die meisten hier auch liiert und verheiratet. Also unsere 2 Jungen, der Jan und die Johanna, sind noch nicht verheiratet, aber sonst sind hier alle in festen Händen. Und wer ist noch nicht verheiratet? Aha, zeigen wir nachher nochmal. So. Das Tolle irgendwie bei den Tets ist auch das, dass wir halt sehr familiär aufgestellt sind. Ne? Der Timo und der Tobi sind Brüder und die Johanna ist meine Schwester. Und der Jan ist halt dann auch noch dabei, aber der kommt aus Übrigshausen. Ach, der ist halt auch noch so dabei, ja klar. Ja, und da sind wir auch total froh, dass er dabei ist. Ein großer Gitarrist und ein cooler Typ. Ja, nochmal gut gerettet, so. Ja. Jetzt Tura-Fasching, wann kann ich euch das sehen? Am 8.2. spielen wir in Untermünkheim auf dem Tura-Fasching und am 20.2. in Steinbach auf dem Altweiber-Fasching. Kommt's rum! Habt ihr eigentlich so einen Teamspruch, so wenn ihr bevor ihr auf die Bühne geht, so
Nochmal, um alle zu motivieren, habt ihr sowas? Wir haben sowas, aber das ist nichts für die Öffentlichkeit. Das können wir hier wirklich nicht sagen. Da lassen wir uns immer was ganz Kreatives einfallen. Ach, immer so was Neues. Ich habe auch was für euch. Leute, kommen mal alle her. So, und zwar Pets, Let's Pets. Okay? Okay. So, Handy in die Mitte. Tets, let's fest! Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei zu unseren Auftritten. Wir machen richtig Party und sagen Tschüss. Ciao. Von Freitag bis Sonntag von 19 bis 23.30 Uhr sind Prunksitzungen in Bühler-Tann. Da gibt es Garten, Showtänze, Büttenreden, Showacts und so weiter. Und am Freitag bis Montag ist was? Ja. Was soll denn das sein, Sascha? Ja, Pferdemarkt in Geildorf. Da fehlt doch was. So. Ich weiß genau, was du hingemalt hast. Und ihr merkt euch das einfach, weil das können wir nachher noch brauchen. Warum steht eigentlich mein Name? Nur so Veranschaulichung. Am Freitag ist übrigens auch noch von 10 und 20 Uhr Theater Faust at White Box. Der Tragödie erster Teil im Globe vom Rheinländischen Landestheater Neuss. War voll der Zungenbrecher. Ja, Respekt. Ja, aber es geht noch besser. Und um 22 Uhr ist nämlich Bang Boom Pow in der Kantine 26. Hip-Hop, R&B, elektrische Club-Sounds, Party, Classics, Rock und Pop. So, jetzt bist aber du dran, am Samstag. Ja, am Samstag machen wir gleich weiter mit Party. Um 20 Uhr beginnt nämlich der Tura-Fasching in Untermünchheim mit den Tets. Du, wir, Party ist das Motto. Und da gibt es auch ein cooles Gewinnspiel. Ja. Ja, schaut da mal auf Instagram dazu, weil da gibt es die doppelte Gewinnchance wie jetzt hier unter Beitrag. Auch ein 50 Euro Modepark Rödergutschein. Selfie mit uns machen und gewinnen. Aber das seht ihr alles auf Instagram. Genau. Hier könnt ihr aber auch gewinnen. Wie kann man hier gewinnen? Und zwar mit dem Hashtag Pferdeschwanz. Ah, wer erinnert sich noch an vorhin? Genau, einfach, weil Fasching ist mal was ganz anderes. Hashtag Pferdeschwanz, um einen 50 Euro Gutschein zu gewinnen vom Modepark Röter. Und natürlich Seite-Like, Beitrag-Like und den ganzen Kram. Ja, jetzt haben wir aber schon vorweggegriffen, wir sind mit Samstag noch gar nicht fertig. Stimmt. Wer noch weiter Lust auf Party hat, um 22 Uhr ist Bomba Latina in der Kantine und ab 23 Uhr ist Nachteulen in der Schwimmerei. Ja, und am Sonntag, da schlafen wir aus, oder? Auf jeden Fall. Ja, weil es gibt nämlich noch ein anderes Gewinnspiel, da kann man nämlich dann ganz gut am Sonntag mitmachen. Und zwar mit dem Hashtag WoodDesign gibt es zweimal je 100 Euro Gutschein für ein Hochbeet. Mhm. 90 Zentimeter hoch. Wer macht denn so ein Hochbeet? Der Dominik Bischoff, der kann das richtig gut. Seht ihr auf den Bildern. Mhm. Ah, und natürlich ist Voraussetzung, wer gewinnen möchte, der muss uns natürlich abonniert haben. Ist natürlich alles kostenfrei. Ach, und der Beitrag muss auch geliked sein, Mensch. Aber dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Ja, was wollt ihr jetzt noch sagen? Na, ich habe irgendwas mit so einem Jobangebot noch. Ja, genau. Wir haben immer noch nicht richtige Programmierer gefunden. Wir suchen für unsere weitere Firma, die Tauchschulen-Software weltweit programmiert, einen Node.js bzw. JavaScript, wie auch immer, Programmierer. Wenn du an verschiedene Tauchplätze programmieren möchtest, einfach im Urlaub arbeiten, dann melde dich doch bitte bei uns. Was ist mit meinen Bewerbungen? Ich habe schon 3 jetzt geschrieben. Ja, du bist halt besser zum Labern und außerdem hast du doch schon das Wasserdesign. Schau. Ja. Das ist aber schon Kleinwörter während dem Dreh. Ja, dauert so lange und ich habe Hunger. Jetzt. Und genommen wir das auch nicht. Richtig.